Einen recht schönen guten Dienstagmorgen, der 11. Juli wünscht euch der Bauer Hausi. Willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr zugeschaltet habt. Der Hausi und die Noma sind da bereits auf dem Feld, 20 vor 7. Und da ein Blick auf unsere Kürbis und die machen Freude. Und seht ihr was? Nebel. Ah, ist verrückt. Diese Feuchtigkeit hier ist ganz verrückt. Und diese Nacht hat es wieder geregnet. Wie verrückt. Und eigentlich wäre geplant gewesen. Wir hacken ja heute Holz. Das machen wir auch, wenn es nass ist. Aber am Abend hätten wir dann gerade Raps dreschen wollen. Und ich denke, nach diesem Regen, es wird vielleicht nicht funktionieren. Außer es wird der ganze Tag schön und heiß. Wir werden sehen. Jawohl. Jetzt kurz marschieren. 7 Uhr habe ich mit Simon abgemacht. Wir stellen das Gebläse vor dem Lagerraum. Und 7:30 Uhr fahren wir ab in den Wald. Holz hacken. Jawohl. Geholt, immer rückwärts rein, vorwärts raus. Hat die Kimmel die Lage eingemacht. Ich weiß es noch. Den Kamer stellen wir nicht ab, wenn wir gerade laufen. Damit wir
wieder abkühlen kann. Und dann kommt wirklich schon Simon wieder. Stellen wir gar nicht ab, der lassen wir ja laufen. Und ich zeige euch jetzt da Rolltemperaturmessung, die wir da haben im Samen. Haben wir da einbauen lassen vor 40 Jahren. Ja, und das Öl ist da knapp unter 100 Grad. Und hier ist Tapfelanzeige, war nicht vorhanden. Als wir den gekauft haben, da war nur hier eine Reserveanzeige und sonst nichts. Und das war echt mühsam. Man hatte keine Ahnung, wie viel Diesel das da noch im Tank ist. Und jetzt mit der Öltemperaturanzeige weiß man auch besser Bescheid, was der Motor so, wie er, welcher Zustand der ist. Ja, es wird ein Ende gesehen, wir nehmen noch einen halben Minuten.
dann ist der Lager voll, um 180 Meter rum, ab 4 kmh. Es ist jetzt 4 Stunden ab 2. Ja, liebe Jutta-Träne, das sieht doch schön aus. Der Bauerhalsi und die Anne in Burgdorf. Kino Open Air. Bob Marley Dokumentation. Schauen wir uns. Zuerst wird etwas nachgegessen. Sehr schön, nach einem strengen Hofhackertag. Jawohl.